Tür ist sogar offen. Ich raste komplett aus. Gut, dass du angerufen hast. Kein Ding. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur so. Nur so. Ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Der Sound ist schon crazy. Ich dachte gerade, hinter mir steht So jemand leid. und hat so geklopft. Was hast du noch Abgefahren. gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Playboy 51, ist klar. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Oh. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Deine Frau steht, höre auf, Alter. Ich hätte es jetzt nicht gerafft. Da ist die Kamera. Tja, Aber man also, guckt ja trotzdem mal. Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist. Ich bin Batman. Ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team. Ich weiß nicht. Ich bin mittlerweile mit der Das wurde mir Tastenbelegung gut verarscht. vertraut und jetzt läuft's langsam. Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Ups. Ich brauche mal eine Banane. Okay, gehen wir. Ich mal eher anfangen sollen damit, jetzt wo die ganze Wohin? Zeit quatschen. Da war der Fist Tower. Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fist Tower sind. Ja, okay, Benutzt die Mann, mach Berufung mal. Kingpin als Versteck? Digga. Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, Die also Feds. zogen wir ein. Eine Milliarden Gutes Tun, dass Details alles verwickelt. Der und mehr. Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, Ich kenne weil ich Tinkerbell. alles baue. Die Masken, Waffen. Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen. Wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Boah, habt ihr Krieger. den Sprung Aber was gesehen? haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxxon an. Komm schon. Wie er so tut, als könnte er nicht klettern oder so ganz behäbig. Geil. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Was macht der Sieh Bengel zu. in den Durch die Kron? Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich bin ja schon unterwegs. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Überhaupt kein Ding. Miles, gib dir Mühe. Also, ich könnte mir was Besseres vorstellen, als darum zu springen. Na klar, kein Problem. Hab dich. Ist völlig logisch. Mongo, ich grüße dich. Schön, dass du am Start bist. War wieder eine große Überwindung für dich, Bin ich oder? jetzt offiziell Clubmitglied? Klar.
Aber pass auf, die Leute hier mögen Neue nicht besonders. Alles Rassisten. Wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Mhm. Ich mache ein paar Anpassungen. Das wäre doch mal ein Gaming-Raum. Gewöhn dich erstmal an. Oh, da kriegst du epileptische Anfälle alle 5 Minuten. Knut, du bist wieder da. Crazy. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Grüß dich, ich bin der Neue. Ich komme jetzt öfter. Ich lehne mich mal entspannt zurück. Ja, solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Krank. Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Nicht anfassen. Oh, ein Laserschwert. Krass. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Achso, ich soll ja hier warten. Ich muss rausfinden, wo sie das U-Form lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Na ach, was dachtest du, was ich hier gerade scanne, my friend? Oh, da. Es hieß ja, warte hier. Klar, die lassen einen neuen hier schnüffeln. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Aber echt, hey. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Er hatte hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fisk-Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Nuform-Mist rumschleppen. Rumschleppen? Vielleicht ist es jetzt hier. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich dahin. Wenn Tinkerer das Luftraum fertig hat. Kenn ich doch. Tinkerer will damit aus der Bühne. Eine Vorratskiste? Ja, gesagt. Irgendein Arschloch, der klaut uns. Ihre Familie oder so. Na, ich hab's verstanden. Jetzt lauf doch endlich. Was guckst du? Geil. Schöne Antwort. Alter. Time. Wem schreibst du da? Deiner Mutter. Meiner Mom. Ah! Ja. Auch nicht zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja. Sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Ich brauch so eine Schuhe. Kommst du bald wieder? Definitiv. Kein Ding. Macht das Sinn? Einfach so darf der da rumlaufen, nur weil sie ihn mitschleppt? Topfsekret, ist klar. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki, ich bin in der Lüftung. Genki Dama! Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du ja, aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Ja, MacGyver-Style. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainingseinheiten beenden. Ganz so riech nach einem Geheimraum. Okay, das war super. Okay.
schon, das kannst du besser. Gib mal Gas. Los, ist gut. Ziel. Jawohl. Wie kriege ich den, ohne dass der mich rafft? Oh nee, ich dachte, ich kann jetzt einen Tarnangriff machen. Ach, das ist doch... Nee, das sehe ich nicht ein. Den Kontrollpunkt machen wir neu. Das machen wir neu. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ich hatte nicht die Gelegenheit auf eine Viereck-Taste. Na, das ist doch irgendwie lautlos, kriege ich den doch gar nicht weg. Ach egal, komm. Warum kriege ich ihn jetzt? Nee, das ist scheiße so. So will ich das nicht machen. Dann muss ich den wahrscheinlich eben ganz, ganz spät machen. Na, irgendwie ist das Lauern und Schleichgedöns, das ist ja schon geil. So, jetzt muss ich mal warten, bis der Kollege hier kommt. Der hier gleich langheizt. Wo ist er denn? Da ist er. Oh! Gerade so. So geil, das macht einfach nur mega, mega Bock. Tja. Ich glaube, das war's. Mal wieder. Wie viel halten die denn aus? Du bist tot!
Da hätte ich ja Stunden gebraucht, wenn ich das lautlos gemacht hätte. Komm zurück. Oh ja, geht mir gerade mega auf den Sack, kann das sein? Der Rest. Ach, das dauert ja viel zu lange, Josh. Stirb schneller. So. Okay. Noch immer keine Spur von Finn. Es hätte mich mal interessiert, ob man alle schleichend hätte platt machen können. Bestimmt. Keine Ahnung, aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also. Ja, verstanden. Ah, hier sind natürlich auch viele Schocker, Granaten, Minen, Gedöns, Teile, die ich hätte benutzen können. Das macht natürlich. Oh, was haben wir hier? Hey, ich glaube, ich hab was. Oh, Geheimtreffer. Was ist das hier für ein crazy Samurai? Mhm. Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Hast du gerade den Lärm aus dem Anzug gehört? Muss ja eine höllische Technik sein, Alter. Ich weiß, du willst nicht mit ihr drüber reden, aber seit der Brücke sind drei Leute krank. Drei! Wir wissen, wie gefährlich Luftraum ist. Du wusstest doch, dass es gefährlich wird. Das war ja der Deal. Aber wenn wir auch krank werden... Wenn du es nicht packst, kannst du ja gehen. Im Underground haben wir keinen Platz für Schwächlinge. Aber echt. Hast du gehört? Das Nuform macht auch den Underground krank. Die sind so kaltschnäuzig. Na, das nenne ich mal eine Tresortür. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß. Vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Das ist so geil. Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Oh nee, das ist ja blöd. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Wie der da hängt. Das ist zu göttlich. Ich brauche Strom.
Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Mega, mega, mega geil, wirklich. Spa! Oh, das ist das fiese Laserschwert. Boah, was war das denn für eine krasse Aktion? Underground-Schwertgegner weichen Venom-Schlag aus und packen dich in der Luft. Setze Venom-Sprint ein, um die Verwundung. Ah, okay. Wow, ist das ein neuer Move? Jo. Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert. Okay, mach dein Ding. Karte. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool, ich schaue dann mal weiter. Bring ihn zum Taumeln! Boah, der Move ist mega. Und vor allen Dingen geht das schön schnell. Hoch. Hoch. Kann ich in Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen? Ach so. Flashkick. Das war schön. Von der Karte bereinigt. Ich dachte, jetzt kommt der absolute Endfight, also Bossfight. Oh, Klaus, ich weiß noch nicht, ob ich dir das erfüllen kann. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Gem Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwas. Erhöht den Wirkungsbereich vom Venom-Schmetterer. Oh ja, doch, doch, das ist eine geile Sache. Geräte. Der Gerät. Erhöht die Knockout-Kapazität von Fernzünderminen beim Anschluss an einen Sicherungskasten von 3 auf 4 Gegner. Komm, das nehmen wir auch mal mit. Mal ein bisschen die ganzen Fertigkeiten pimpen. So, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Ah ja. Hey Freunde! Offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. So und geil. Jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe, wird er gewinnen. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet. Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen. Und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Oui. Nächste Woche kommt eine gekürzte Fassung meiner Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Bis dann und... Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. 30 Zuschauer aktuell. So vielen Dank. Seid doch mal alle so lieb und drückt doch über den lieben Casper. Das steht unter Strom. Strom. Trottel. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Du sagst nur au? Game over. Der Strom muss irgendwo herkommen. Oh, was ist denn da oben? Kannst du die Stromquelle sehen? Noch nicht, aber die Kabel führen bestimmt hin. Elektrifizierung.
komplizierte Absperrung. Warte mal. Oh, hier sind aber ganz viele Peoples. Weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Den Freund von deiner Mutter gesehen. Komm ran! Och komm! Also ganz ehrlich, ich dachte, jetzt habe ich hier mal Bruch. Alter! Muss ich eigentlich zwingend springen? Das muss ich mal noch rauskriegen. Der war geil, der Move. Ah, okay, ich muss nicht zwingend springen dabei. Das ist interessant. Oh, der hat aber gesessen. Och nö! Oh, jetzt habe ich aber ordentlich eine reingekriegt. Ich muss hier weg. Zurück zur Mission. Hey, nicht. Was machst du? Ach, komm schon. Nee, irgendwie wollte der jetzt nicht auf die Gegner gehen. Kackwurst. Okay. Was ist das für ein crazy Gebäude, ey? Macht er denn? Ich will gerade laufen. Alter. Na, irgendwie. Ach komm, egal. Was war denn das? Wiedersehen. Sind ja gelandet. Dude. Ach, ich kann nicht, bevor ich nicht. Ups, das war aber so nicht geplant. Den mache ich immer noch kalt. Wiedersehen. Wow, was war das? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe.
dem anderen. Oh, na, das wird ja jetzt witzig. Ah, ach, die andere Seite. Scheiße. Ach, das ist... Ach, das ist die Baustelle. Okay, jetzt habe ich's. Okay, jetzt müsste ich aber wenigstens mal ein bisschen schleichi machen. Warum kann ich hier keinen Schleichangriff machen? Was, die ist immer noch nicht tot? Die kriegt so einen Schocker ab? Das ist aber heftig. Na, habt ihr einen Arsch offen? Ihr seid ja richtig crazy. Wow, keine Chance. Lauf! Was geht ab? Am Arsch sicher. Ich krieg mich nicht geheilt. Die schießen einen ja ruckzuck runter, diese komischen Onkels. Nee, das war... Kann ich das wieder deaktivieren? Okay, nach oben. Scheiße. Wo sind diese Säcke mit ihren... Aha. Ja, der geht also auch theoretisch. Ah ja. Oh, ich habe ja die Ruhe weg. Tombstone Piledriver, Junge. Bist du da? Kann mal jemand nachsehen? Wer ist? Mal sehen. Das war ein Ja. Das ist geil. Mega. Na, so sinnlos drauf rumhämmern, das ist auch irgendwie dann langweilig. Zwei sogar. Nee, doch nicht. Einmal. Stopp. Hä?
Oh, was ist das? Das war ja der vom Anfang. Das war's. Die Absperrung ist ohne Strom. Bereit zum Zerschmettern. Ja, das Spiel ist schon geil. Ohne Scheiß, es macht mega Bock. Oh, jetzt hänge ich ja aber irgendwo ungünstig. Hey, da will ich nicht lang. Danke. Ach, stimmt. Guten Tag. Das war der Weg ins große Auditorium. Also wenn jetzt hier kein Endfight kommt. Oder ein Aufzug. Genau, eine Treppe. Oh, was haben wir hier? Stopp, das will ich wissen. Das ist bestimmt hier irgend so ein Geheimbla-Gedöns. Guten Tag. Ah, alles klar. Super. Der Underground kann nicht. Her mit dem Zeug. Was war es? Fähigkeitenpunkte? Das waren jetzt nicht nur 50 Erfahrungspunkte, oder? Das ist aber schwach. Das Zahnrad verkleben? Ich hab überlegt, was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey Finn, ich bin nicht nur ein Lügner. Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten. Genau. Okay, ja. Daran müssten wir arbeiten. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Keine Sau hier, das glaube ich nicht. Hier gibt's gleich einen Endfight, ich sehe es jetzt schon. Ja, mal richtig alt aus. Gaming-Ausstattung, damals. Du echt auf Superschurkenhüll. Siehst du das riesige gepanzerte Behälterding? Nein. Absolut nicht verdächtig. Ob das Nuform da drin ist? Deine Vermutung, ja. An diesem Behälter führen Kabel weg. Ich frag mich. Okay, man kann ja was werfen, also kommen ja auch gleich Gegner. Griggs Erfindung. Krieger kennt sich mit Nuform nicht genug aus, um mehr zu machen. Finn schon. Sie weiß, wie die Reaktionsfähigkeit funktioniert. Die Details und alles, das ist schon mega pornös. Nummer 1. Jetzt noch die andere. Warum sollte ich Finn sagen, dass ich Spider-Man? Ich glaube, das gefällt dir gar nicht. Machen wir eine Pro- und Kontraliste. Oh. Pro. Sie ist deine beste Freundin. Außer mir. Kontra. Außer mir. Als wäre. Oh, du bist meine Freundin. Kontra. Der andere Spider-Man war deutlich. Geiler Typ, sag ey. Niemanden, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Wenn sie weiß, dass sie gegen dich kämpft, überlegt sie sich vielleicht alles nochmal. Vielleicht hast du recht. Nee. Die Wand. Sie bricht ein. Das hatte ich doch gerade vor. Ich hab's doch selber gesehen. Ja, wo ist denn der Gerät? Finn hat neue Waffen gebaut, extra gegen mich. Vermutlich sollen ihre Leute mich im Auge behalten. Gibt's jetzt schon Hacker und Cold War? Echt? Aber wahrscheinlich PC. Okay, das sind zwei. Hoffentlich geht das gut. Das ist schon groß passieren. Der letzte. Den habe ich doch schon. Bin ich vielleicht zu langsam oder was ist hier los? Ah, warte mal. Niemand da. Sollte mich mal umsehen. Das verstehe ich nicht. Oh, stopp, 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 stopp. Der Weg zum Generator ist frei. Das sind drei. Noch einer. Ah, alles klar. Direktverbindung.
unten geht nicht. Vielleicht kriege ich mit dem Relais-Knoten eine Reinschaltung. Du bist ein Genie, meiner! Noch einer? Das klingt nach, das war's. Oder? Ich glaube, das dürfte alles gewesen sein. Okay, was hast du vor, Finn? Finn pumpt Energie in das Nullform. Das macht es instabil, wie bei meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxxon Plaza. Wow, was? Das knallt das ist, ordentlich. Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Aber ich darf das nicht zulassen. Oh. Tritt da etwa Gas aus? Ich nehme das nur vor. Komm schon, Mist, Mist, Mist! Ausschwärmen, er ist hier irgendwo. Ich muss das nur vorholen. Danach ist ihre Leuchtstabarmee dran. Nur um's mal zu sagen, was, wenn Finn recht hat und das der beste Weg ist, Roxxon zu schlagen? Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Ich hab mich verdrückt! Nee. Kontrollpunkt neu starten. Ich wollte. Der beste Weg ist, Roxxon zu schlagen. Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, geil. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringen wir das Nuform hier raus. Nicht runterfallen. Scheiße. Haben sie es gerafft? Ah, wahrscheinlich noch nicht. Spider-Man. Oh, was ist hier los? Ich dachte, die verrecken dadurch. Das ist ja richtig bescheiden. Oh nee. Das ist ja die Ende davon. Die hauen aber ordentlich rein. Alter, wow. Komm, ich brauche noch einen Hit. Hoch. Nein. Ah, fuck, jetzt habe ich mich aber völlig verdrückt. Nee, das ist jetzt gerade ungünstig. Scheiße. Was ist denn das hier eigentlich? Oh. Na sag mal, ich bin ausgewichen. Och nee, nicht noch mehr. Ich habe gerade ein leichtes Problem.
Oh mein Gott, Thor ist auch da. Hey, ich mach auch noch mit. Willst du bitte auf den Gegner draufhauen? Nein, das war blöd. Die ganzen Gegner drumherum wegmachen. Oh, fuck, ich komme hier gerade nicht weg. Ist denn der Sack? Es wäre schön, wenn du dich da hochhangelst. Es kommt irgendwie schwer hier. Soll ich denn den bitte jetzt? Okay. Und jetzt zum Nufo. Mein Gott. Kommt der Mutti. Das kannst du nicht haben. Na schön. Na, das wird jetzt ein Konflikt. Der nimmt bestimmt gleich seine Maske ab. Willst du bitte schneller sein? Was ist los? Sie hat das Nufo. Ich folge ihr quer durch Manhattan. Shit, okay. Wie willst du sie aufhalten? Keine Ahnung. Schritt 1, fange sie. Schritt 2, ich melde mich wieder. Oh, los, los, los. Ah! Wow. Natürlich, kein Problem. Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? So wird sie nicht müde. Es läuft nicht gut. Wo bist du? Keine Ahnung, ich weiche Explosionen aus. Ich mach, was du gesagt hast. Ihr die Wahrheit sagen? Ja, sobald ich sie habe. Tickerer, ich muss dir etwas sagen. Mach langsam. Hältst du mich für blöd? Ich muss dir was sagen, mach langsam. Der ist so geil, der Typ. Na, viele Möglichkeiten hat er nicht mehr. Gar nicht gut. Hoff, das Schiff ist okay.
Wow, what's up? Was geht ab? Keine zivilen Opfer, kein Problem. Crazy. Au! Voll aufs Zylinder. Zieh doch einfach deine scheiß Maske runter. Was da abgeht, ey. Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen. Meine Mom würde sich aufregen. Haha. Blöd, wa? Könnte mir. Ihr zwei auf dem Dach! Keine Bewegung! Ihr zwei auf dem Dach! Bösewicht 1, Bösewicht 2. Was ist denn das? Ach Gott. Ah. Hätte besser laufen können. Wie jetzt? Wohl eine Rippe erwischt. Oder drei. Hat wohl eine Rippe oder drei erwischt. Oh Mann, ist das geil. Meine Eltern kommen nächste Woche zurück. Ich wollte putzen. Ich komme aber gern wieder zu dir.